Moin moin meine Lieben, Olaf von Tutorial, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Und zwar möchte ich heute mal zeigen, wie man in der 1.12 Betonblöcke herstellt, sowohl die gebrannten als auch das Betonpulver, frei übersetzt. Zunächst als kleine Veranschaulichung, so sieht das Ganze aus, zumindest im Default Texture Pack. Es gibt noch keine Texture Packs für die 1.12, je nachdem könnte es bei euch deswegen anders aussehen. Was ihr hier unten seht, ist das Concrete Powder und obendrauf das normale Concrete, also im Prinzip übersetzt ist noch der lose Beton und da ist dann der Beton in seinem festen Bestandteil. Man braucht zur Herstellung eigentlich nur Kies und Sand und dann natürlich den entsprechenden Farbton, den man haben möchte. Die Farbtöne sind in allen möglichen machbar. Das heißt, alles, womit ihr auch ein Farbscharf einfärben könnt, könnt ihr auf das Beton anwenden. Und die ganze Herstellung ist eigentlich recht simpel. Man muss das nur in einer Anordnung einteilen, indem man auch TNT macht, zumindest im Ansatz. Auf den äußeren Ecken Sand und auf den inneren, beziehungsweise auf den hier Querstreben, jeweils das Kies und dann in die Mitte den Farbton, den man gern haben möchte. Zum Beispiel bei Rot, Rot natürlich, bei Lila, Lila und so weiter und so fort. Das kann man sich natürlich dann schön hinstellen, so, aber das ist natürlich nicht schick. Damit, ich meine, was will man damit anfangen? Außerdem ist das für Bauen auch sehr unpraktisch, weil es die Eigenschaft von Kies und Sand hat. Es fällt runter, sobald man es platziert hat und das ist natürlich bei allen Farben so. Deswegen müssen wir das Ganze auch noch festigen. Gut, wie machen wir das? Eigentlich recht simpel. Und zwar, indem man diesen losen Beton mit Wasser in Berührung bringt. Ich habe hier schon eine kleine Vorrichtung aufgebaut. Und zwar, habe ich ja gesagt, wenn man das Ganze mit Wasser in Berührung bringt. So, wenn wir den Hebel jetzt mal einfach betätigen, dann werden wir direkt die Veränderung sehen. Und zwar, wow, heftig, ne? Das Ganze hat sich jetzt zu festem Beton verändert. Das heißt, es ist auch ein ganz neuer Stoff geworden. Hier sieht man es noch, White Concrete Powder und hier nur ganz normales White Concrete. Das kann man natürlich, indem man das Wasser von der Seite einfließen lässt, machen. Aber auch, wenn man es einfach von oben drauf schüttet, passiert exakt dasselbe. So, seht ihr? Jetzt überall, wo das Wasser drauf war, jetzt hat es mir natürlich das Redstone weggespült, aber ist auch okay letzten Endes. Sieht man hier das Ganze, wie es schön hart geworden ist. Und dies ganz normal Concrete. Wenn man das hier oben platziert, das bleibt dann auch kleben und hat die ganz normale, klassische Minecraft-Physik. Okay, gut, das war's eigentlich alles zu Betonherstellung. Betonanwendung kann man sich dann natürlich noch andere Tutorials ansehen. Gibt bestimmt schöne, viele Ideen für Straßen, das ist bestimmt ganz praktisch. Und ansonsten verabschiede ich mich, schaut auch noch gerne ein paar andere Videos von mir an und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Euer Olaf.